Diabetes Typ 2 Ursachen. Diabetes Typ 2 ist eine Volkskrankheit. Tausende von Personen sind weltweit davon betroffen. Obwohl diese Krankheit nicht ansteckend ist, breitet sie sich schnell aus und wird als Epidemie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Diabetes Typ 2 kann schwerwiegende Folgen haben und wenn sie nicht kontrolliert wird, sogar zum Tod führen. Sie kennen sicher Personen, die an dieser Krankheit leiden, deshalb ist es gut, die unterschiedlichen Formen von Diabetes zu kennen. Diabetes Typ 1 wurde früher auch als Jugenddiabetes bezeichnet. Es handelt sich hier um eine angeborene Krankheit. Diabetes Typ 2, meist führt ein schlechter Lebensstil zu dieser Krankheit, da sich viele Personen schlecht ernähren, entweder aus Zeitmangel oder weil es einfacher und preiswerter ist. Was ist Diabetes Typ 2? Bis vor wenigen Jahren waren nur Erwachsene von dieser Krankheit betroffen. Deshalb nannte man sie früher auch Altersdiabetes. Diese Stoffwechselkrankheit entsteht durch eine Insulinresistenz, die einen Insulinmangel verursacht. Folglich kann der Zucker nicht in die Nervenzellen geschleust werden, sondern bleibt im Blut. Die Folge davon ist ein erhöhter Blutzuckerspiegel, was auch als Hyperglykämie bezeichnet wird. Längerfristig kann diese Krankheit schwere Organschäden verursachen, z.B. Nieren- oder Herzschäden. Weitere Folgen können Blindheit oder eine schlechte Wundheilung sein. Immer häufiger sind Jugendliche und Kinder von dieser Stoffwechselkrankheit betroffen. Bis jetzt kann Diabetes Typ 2 nicht geheilt werden. Doch mit einer entsprechenden Behandlung und unter strikter Einhaltung der ärztlichen Anweisungen sowie einem stark veränderten Lebensstil, insbesondere was die Ernährung anbelangt, können die Betroffenen lernen, diese Krankheit zu kontrollieren und mit ihr zu leben, denn sie werden bis in die letzten Tage von dieser Krankheit begleitet werden. Was sind die Ursachen für Diabetes Typ 2? Diabetes Typ 2 entsteht meist durch eine schlechte Ernährung und durch mangelnde Bewegung. Über 90 der Diabetes-Patienten haben Übergewicht. Das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, ist bei Personen mit Bauchspeck besonders groß. Wenn zusätzlich zum Übergewicht auch noch Bewegungsmangel dazukommt und deshalb die übrigen Kalorien nicht verbraucht werden können, erhöht sich das Risiko deutlich. Außerdem besteht auch ein genetisches Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Wenn jemand aus der Familie an dieser Krankheit leidet, sollte Vorsorge geleistet werden, da die Krankheit vererbt werden kann. Personen, die regelmäßig viele Lebensmittel mit Kohlenhydraten und Zucker und wenig Früchte und Gemüse zu sich nehmen, sind für Diabetes Typ 2 anfälliger. In der heutigen Gesellschaft ist es für viele Menschen einfacher und preiswerter, schlecht zu essen. Viele genießen Fastfood, das überall und zu jeder Zeit zu einem günstigen Preis erhältlich ist. Dabei denken sie nicht an ihre Gesundheit. Wenn wir uns etwas bemühen und gesünder essen, kann diese Krankheit ganz sicher vermieden werden. Wenn wir uns nicht bewusst werden, darüber, was Diabetes Typ 2 für unsere Gesundheit bedeutet, über die schwerwiegenden Folgen wie Sehverlust, Nierenbeschwerden, Amputation von Gliedmaßen aufgrund der schlechten Durchblutung und so weiter.
wird sich diese Epidemie weiter ausbreiten und jeden Tag werden mehr Personen darunter leiden, was sehr besorgniserregend ist. Wir hoffen, dass Sie jetzt, wo Sie die Hauptursachen dieser Krankheit und ihre schweren Folgen kennen, bereit sind, gesunde Gewohnheiten einzuüben, um so Diabetes Typ 2 von sich fernzuhalten. Wir empfehlen Ihnen, dieses Wissen mit Ihrer Familie und mit eventuell gefährdeten Freunden zu teilen.